nicht blau, 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 nicht blau. Patient heißt es. Ja, ist ja egal. Wo liegt jetzt da der Verletzte? Ja, genau. Irgendwo muss einer liegen. Ja, pass auf, das haben wir gleich. Das gibt es doch gar nicht. Bei 41, 42, yes, yes, yes. 41, 43, Guy 1 an Zentrale, Guy 1 an Zentrale. Sind jetzt im Zielgebiet eingetroffen. Keine verletzte Person auffindbar. End and over. Ja, was machen wir jetzt? Wir suchen. Guck du mal da unter den Tisch und ich guck von da oben. Also, immer ich darf das Drecksgeschäft machen? Ja, mach's doch daheim auch. Komm, such. Mann, oh Mann, jetzt kann ich wieder auf den dreckigen Hallenbeeten rumruppen. Sag mal, Elleweilis Rennviech. Also, da liegt keiner. Ja, super. Mein Gott. Und hast du einen gefunden? Ha, sag mal, ich geb noch schon laut, wenn ich einen hab. Ja, ist ja schon gut. Such, Elsbeth, such. Wo liegt er? Suche. Brav, Elsbeth, brav. Bring ihn, bring ihn. Elsbeth und ich, wir sind ja der einzige Ortsverein im ganzen Kreis, der eine eigene Suchhundestaffel hat. Mein Elsbeth, die hat da eine Nase für die von dem Opfer. Wo ist sie denn jetzt? Wo ist er? Da bin ich! Und hast du einen gefunden? Ein Patient nicht mehr. Aber guck mal, er weiß es. Ah! Brav, Elsbeth, brav! Und so eine Sucherei, du, die macht ja durstig. Da muss ich mal gucken, dass ich mein Näschen feucht halt. Ja, Elsbeth, brav, bring's ihm alle, ich bring's ihm. Guck mal, wie ewig voll. Jetzt nimmst du einen Schluck. Jetzt nimmst du einen Schluck und dann krieg ich auch. Brustgürgele. Jetzt kommt ein Platschregen. Brust. Ich hätte gar nicht so schnell stoppen können. Aber das ist halt bei mir so. Wenn mein Bauchnebel in Wasser zieht, dann weiß ich, dass eine Zapfenlage in der Nähe ist. Bauchnebel ist gut. Bei dem Trumpf von Nabel. Da kann den Feuerwehrkommandant gleich das C-Rohr anschließen. Und sonst hast du nichts gefunden. Bloß ein Gebiss. Wie? Da hinten ist gelegen. Ja, prima. Wurstsalat. Also der ehrliche Verlierer kannst bei mir vorne abholen. Ich steck's da Hand in den Hosensack rein. Mal halt mal, du's oben rein, nachher schnappt's. Hast du Witzle gemacht? Ja, was willst du denn bei dir schnappen? Hast du auch so eine? Weißt du, bei mir so, mit 50 Kilo hat ich das einmal geheiratet. Der Rest gehört mir halt nichts mehr. Und das, was die zu mir sagt, das geht bei mir zu dem Ohr rein und zu dem wieder raus. Ja, freilich, man soll es nah dazwischen heben. Immer das letzte Wort.
Stehst du da deine? Du bist ja braver, die hockt neben, ne? Ja? Brav bist, brav. For the one, for the two, yes, 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 for the one, for the three, Gaia 1 an Zentrale, Gaia 1 an Zentrale. Immer noch keine verletzte Person gefunden, end and over. Super. Der Einsatz, der hat sich heute ja wieder gelohnt. Da rennt mir der Holm zur Haustiere raus und du hebst sie nicht einmal, dass sie mir richtig auf der Schädel aufhaut. Da wenn Einsatz ist, da kommt es auf jede Sekunde. Da kann ich nicht gucken, ob du aus der Tier schon draußen bist oder noch nicht. Und dass aber die Leute in Friedrichshafen sich schon in Lichtschächt und in Hegenau stürzen, bloß damit sie du nicht über den Haufen fährst, weil wir gesinkt die Sau durch die Gegend rasch. Deshalb habe ich eine Lichthupe an, dann sehen sie, wenn ich komme. Ja, das tue ich he. Ja, ich weiß. Weil der ganz Karre he ist. Ja. Weil so schnell hat ja das Schild im Kreisverkehr gar nicht mehr auf Zeit hopfen können, wie du drauf gefahren bist. Das haben ja eh nicht gewusst, dass die da jetzt neuerdings den Kreisverkehr gebaut haben. Und na renn ich von dem Kreisverkehr daher, schleife Zeit dahin rum, kann dahin auf den dreckigen Hallenbäder rumrutschen. Morgen kann ich meine Uniform zur Reinigung bringen. Und für was? Hä? Alles wegen meinem Fehlalarm! Sauber! Sauber! Oh Gott! Stimmt gar nichts mehr! Ja, meinst du, mir gefällt es? Ich hätte auch lieber einen Einsatzkit. Ist jetzt halt dumm gelaufen. Aber weißt du was, jetzt machen wir so. Ohne Einsatz gehen wir nicht mehr heim. Das ist eine gute Idee. Ohne Einsatz gehen wir zwei nicht mehr heim. Jawohl. Jetzt gehst du und bringst auf jeden Fall einen mit. Boah. Wieso denn ich? Da bin ich der Suchhund oder du? Hat ich das Walzen gesoffen oder du? Such. Bringen, Elspeth, bringen, such. Ihr müsst jetzt in der Reuterhalle aufpassen. Weil wenn das Walze durchläuft, dann lupft sie da irgendwo der Fuß. Du, der ist mir gefallen. Oh, wenn ich dich so anguck, du, dann weiß ich, was ich da heimfahren gerust habe. Ach, ist das ein schöner Kerl. Oh, da läuft mir das Wasser im Maul zusammen. Oh, ist da ein schöner Kerl, von dem siehst du fast nichts außer Gesicht. Das, was ich sehe, das lenkt mir. Oh, herrlich. Jetzt, wie heißt du? Willi. Willi, wo kommst du her? Aus Saudi-Arabien. Saudi-Arabien? Hoi, da hast du aber einen weiten Weg. Da heißen die alle Willi. Da heißen die alle Willi. Ich denke, das ist etwas zum Saufen. Und was hast du? Ha, bestimmt eine Prostata. Willi, weißt du, können wir mal wieder eine Blasenspiegelung machen? Solange nicht mehr gemacht. Ja, machst erst einmal eine stabile Seidenlage. Ich gebe so lange eine Zentrale durch. Lass mal hin. 41, 42, yes, 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 41, 43, Gai 1 in Zentrale, Gai 1 in Zentrale. Verletzte Person gefunden, es ist der Willi aus Saudi-Arabien. Erste Hilfemaßnahmen werden eingeleitet. Willi ist ansprechbar und noch außer Lebensgefahr. End and over. Achtung! 1, 2, 3! Ja, was machst du denn da? Sag mal, was hängen ihr da drüber für ein Bereich? Liegen dir immer fremde Weiber auf? Da guckst du, dass du nachliegst. Ja, das glaube ich ja gar nicht. Ist doch etwas passiert. Der Willi hat mir den ganzen Busen verdrückt.
Ja, das ist nicht schlimm, der hängt sich bei dir wieder raus. Was hast du da mit dem überhaupt vom Boden gemacht? Was hast du denn da gemacht? Seitenlage haben wir zwei gemacht, sonst gar nichts. Ja, Seitenlage, das war Frontallage. Wenn du eh nichts dafür, wenn der ranrutscht, mach's doch selber, du Klugscheißer, ich mach gar nichts mehr. Das wird das Beste sein. Dann zeig ich dir mal, wie man das macht. Ja, so mach's. Da geht man nicht gleich drauf zu und schraubt an dem rum. Da spricht man den erst mal an. Guckt, ob er bei Bewusstsein ist. Geht mal behutsam vor. Bisschen mit Gefühl, mit Einfühlungsvermögen. So, pass auf. Guck. Ja. Und? Siehst du, der tut noch? Ja! Du brauchst dir jetzt keine Sorgen machen, ich bin Profi. Ich mache mit dir jetzt eine stabile Seitenlage. Da tun wir jetzt mal den Fuß aufstellen. Jawohl. Dann nehmen wir diese Hand auf die Schulter, Ellenbogen aufstellen. Die Hand tun wir. Oh, hast du sie übrig, hä? Mein Gott! Aber Willi, so ist er halt mal, wie die große Hund zeuchen will und der Fuß nicht aufbringen. Willst du mal ein schönes Handbuch rausholen? Willst du mal ein schönes Handbuch rausholen? Kein Problem, ist gleich fertig. Ich lese und du hebst. Ich sag dir, was du machen musst. Willi, ich heb. Der Kai-Wunder ist bei mir nicht gegangen. Wieso? Ja, der liegt verkehrt rum, der Kopf muss da rüber. Willi, der Kopf muss da rüber, wieso liegst du so rum? Na komm, ist egal, lass ihn liegen. Ich dreh das Buch rum, das geht auch. Also. Du musst den linken Fuß aufstellen. Ja, doch. Aufstellen. Der linke Arm auf das rechte Schulterblatt. Ellenbogen aufstellen, dass es eine Öffnung gibt. Jawohl. Kommt da nah, oder? Den da nah. Hat der einen Geldbeutel geladen? Hat er lauft Ehl, hä? Jetzt der Kopf. Der Kopf Nord, Nordost. Und dann den rechten Fuß abwinkeln, durch den geöffneten Ellenbogen einführen und am linken Ohr bis zur stabilen Seitenlage einrasten lassen. Jetzt mach die Logo! Da komm, du ein Trick! Du ein Trick!